Guten Morgen zusammen. Wir sind heute am Abreisetag, letzter Tag. Sehr schade und ich bin hier gerade am Rumwirbeln, alles am Packen. Das meiste habe ich schon. Da stehen unsere Koffer. Das ist Amys Hundekoffer. Falls ihr euch wundert, warum wir mit drei Stück reisen. Da sind Klamotten von Michel und mir drin. Das ist Amys Koffer und hier ist noch unser Koffer, wo alles Mögliche aus dem Bad etc. drin ist. Und das ist Amy. Das ist Amy. Die hat schon keine Lust. Die hat nämlich gemerkt, es geht zurück. Und da ist sie, ja, immer beim Packen hat sie keinen Spaß, möchte sie nicht. Ja, und jetzt gehen wir gleich noch mit dem Hund ein bisschen hier spazieren, treten dann die Rückreise an und machen einen Abstecher zum Mummelsee. Der liegt unterhalb der Hornisgrinde. Da wollten wir auch noch rum spazieren, bevor wir dann nach Hause fahren. Leider. Kannst direkt mal gucken, ob ich alles eingepackt habe. Letztes Mal abfahren vom Kohlenbacher Hof Parkplatz. Da oben geht es hoch zur Kapelle. Und wir verlassen den Parkplatz für ein Jahr. Die Straßenlampe noch, da kommt Gegenverkehr. Nach 100 Metern halten Sie sich links Hof. Kohlenbach. Genau. Kohlenbach. Ja. Ich glaube, ich weiß. Wir fahren jetzt erst noch tanken und dann geht es zum Mummelsee. Kann man über die Schwarzwald-Höhenstraße erreichen oder über die Autobahn. Ich habe es jetzt mal ins Navi eingegeben und dann schauen wir mal, wie es uns schickt. Auf dem Heimweg ist nämlich im Hornstorch. Der geht mal ganz ruhig, ganz zu. Da ist er, der Storch. Tschüss. Die Störche sind hier sehr, sehr verbreitet. Allein hier ums Hotel rum, hier im Kohlenbachtal, hat man, wo wir zurückkamen von den Touren, manchmal 10, 15 Störche auf einen Schlag. Ja, wie gesagt, jetzt geht's Schnauze. Jetzt geht's an den Mummelsee. Erstmal geht's zur Tankstelle. Tschüss. Bis zum 1.7. nächstes Jahr. Ja, bis dann. Dankeschön. Ne? Euch einen schönen Urlaub. Ja, noch 6 Wochen, habe ich gehört. Tschüss. Achso, und das, das liegt auf der Heimfahrt, denn wir fahren vom Südschwarzwald jetzt in den Nordschwarzwald. Das liegt auf der Strecke und deshalb ist der Mummelsee auch für uns dann kein allzu großer Umweg auf dem Heimweg. Meine Frau versucht, ich kann es jetzt nicht sehen, weil ich mich aufs Fahrrad konzentrieren muss, versucht einen Blick auf die Hornisgrinde zu erhaschen. Die mit dem Türmchen da oben drauf, mit dem... Der langgezogene Höhenrücken. 1164, glaube ich, so. Der nicht Lünchen, wenn es nicht ganz stimmt. Ich weiß auf jeden Fall, dass der 1100 an die 60 ist der höchste Berg im Nordschwarzwald. Und ja, da gibt es auch nicht mehr so viele Tausender im Nordschwarzwald. Die Hornisgrinde ist eine davon. Und da unter dem Gipfel liegt der Mummelsee auf 1000 Meter Höhe. Und da bewegen wir uns gleich hin. Genau. Bis gleich. So, jetzt bewegen wir uns auf die Hornisgrinde zu, sind von der Autobahn runter. Hier vorne sehen wir den Berg mit dem großen Sendemast drauf. Und ja, unterhalb dieses Sendemastes befindet sich der Mummelsee. Da ist er. Wir fahren auf dem Weg zur Hornisgrinde durch Sasbachwalden. Das ist ein total süßes Örtchen, hängt voll am Hang. Werden wir gleich sehen. Da filme ich jetzt einfach mal ein bisschen. Hat schöne Fachwerkhäuschen. Genau. Typischer Baustil wie im Nordschwarzwald, also wieder ganz anders wie im südlichen Schwarzwald mit den langen Dächern. Hier ist mehr so ein Fachwerkstil wieder. Ein schönes Örtchen. Ja. Das ist ein ganz schönes Fachwerk. Ja, gefällt mir sehr gut. So. Wir sind
sind jetzt in Brandmatt, das ist ein Ortsteil von Sasbachwalden. Es geht immer weiter bergauf, haben gleich 700 Höhenmeter schon wieder erreicht, nachdem wir eigentlich im Tal und in Aachen bei 130 Metern gestartet sind. Die Bergterrasse, okay. Schwarzwald. Perle. Ja, und wir gehen weiter gen Himmel. Automatik will nicht schalten. Die letzten Meter zur Grinde. Nein. Oh, zum Mummelsee. Entschuldigung. Neu. Die letzten Meter zum Mummelsee. Halten Sie sich links. Ja, dann genau. Nach 10 Metern, Sie haben Ihren Zielort erreicht. Ja. Da ist er. Wow, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da für einen Montag so viel Sie los ist. Sie haben Ihren Zielort da erreicht. Da war einer. Na toll, und du? Da stell dich dahin, dahin. Langsam, Ähmchen, langsam. Ja, deswegen mach langsam.
Da sind Wälder. Zurück. Möchtest du ins Wetzi? Mausi. Komm mal gucken, komm, wir gehen mal ins Wasser. Komm mal mit. Nee, kannst du nicht gucken. Ist die Meer jung. Ist kalt. Ist kalt. Ist jetzt zu kalt. Männlein im Rattenfels. Fels. Fels oder Fels? Fels, glaube ich, oder? Fels. Ist auch viel zu kalt. Jetzt könnt ihr einmal raten, wer sich mal wieder ein Würstchen holt, obwohl wir erst vor 3 Stunden gefrühstückt haben. Könnten auch schon 4 her sein. Ich gehe mal von Curry oder Bratwurst aus. Was hast du dir geholt? Eine Bratwurst mit lecker Senfi. Ja, da ist es. Vesper, Grizzly. Da gehen wir jetzt einfach mal rein und Vespern. Mal probieren, wie sie schmeckt. Nee. Soll ich checken? Ja, probieren wir. Ach so,
So. Heiß. Hi. Okay, das ist schon mal gut. Lecker. Auf einer Skala von 1 bis 10. Eine 8 ist halt eine typische. Oh, du setzt schon hoch an. Ich würde immer so. Das ist eine gegrillte Bratwurst. Du kriegst ein Stückchen. Abschluss. Den Akku aufladen, sagt er mir. Reicht schon auf? Ja. Lecker Würstchen. Oh, gut, dass du überhaupt nicht versöhnt bist. Wir waren im Mummelsee Getränkeladen und haben zwei Messer gekauft. Stand sehr scharf drauf. Hier ein Steakmesser oder ein Fleischmesser, keine Ahnung. Ein Messer auf jeden Fall. Dann noch so eins hier in gerüffelt. Und Brot. Hier, der fühlt sich auf jeden Fall, ja, Brot auch noch. Hier, der fühlt sich auf jeden Fall scharf an. Den anderen traue ich mich nicht so anzupassen. Zeig mal das Brot. Und natürlich ein Mummelsee-Brot. Klingt schon. Sehr, sehr lecker. Jawohl. Wird hier auch immer selber frisch gebacken und schmeckt super. Über offener Flamme. Genau, am Wochenende kann man halt auch live dabei sein und kann die dann halt direkt auch kaufen. Werden wir euch einblenden, denn das haben wir vor ein paar Jahren mal live beobachtet, wie die das Brot dann über offener Flamme gebacken haben. Ist ganz interessant, blenden wir den Link ein. Ja, das Ding ist halt allerdings, das machen sie nur am Wochenende. Und am Wochenende ist ja auch wirklich die Hölle los. Ja, und montags, wie man sieht, ist es relativ angenehm.
Wer muss bei jeder passenden Gelegenheit fressen? Für mich. Was haben wir denn da? Die kleine Amy und das Megastöckchen, was auch noch will. Wo ist das Stöckchen, Amy? Wo ist der Stock? Amy, wo ist das Stöckchen? Ja, geh mal her. Wo ist das Stöckchen? Ja, komm, komm. Wo ist das Stöckchen? Gib mal holen. Wo ist das Stöckchen? Ja, da ist es. Na komm, bring es mal her. Fein! Fein! Ja, super! Die ist so bekloppt. Super! Ich wollte jetzt eigentlich schon sagen, was Kaffee auf dem Wasser soll. Du hast doch ein kleines Probekirschwässerchen von Weiß mitbekommen. Mini. Mhm. Richtig. Nee, nach dem Brot, nach allem. Schön, ne? Kükücksüren. Aus dem Erzgebirge. Genau. Alles original aus dem Erzgebirge. Das waren Ühlen aus dem Erzgebirge.